Hallöchen, ihr Lieben. Willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Bloons Tower Defense 5. Heute nehmen wir uns die neue Strecke Dragstrip auf Medium vor. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal wie gewohnt mit drei Guard Monkeys an. Na, wie ist es denn jetzt? So. Die wir auf Strong stellen, zumindest die äußeren. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir das Ganze so hinkriegen, dass wir kein Leben verlieren werden auf Dauer. Das wäre so das Ziel. Ob es klappen wird, keine Ahnung. Aber ich denke, ein Versuch ist es wert. So, jetzt gehe ich hin, anders wie sonst, und setze mal direkt einen Bumerang-Affen hin. In der Hoffnung, dass der gleich ein bisschen mehr mitnimmt. Das scheint auch ganz gut zu funktionieren momentan. Dann werde ich jetzt gleich direkt nochmal einen hinsetzen, damit wir dann später da in Runde 10 entsprechend schon was Stärkeres stehen haben und wir ein paar mehr Bloons gleichzeitig kaputt machen können. So, das Update hole ich dem unteren jetzt gleich auch nochmal und dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir ein bisschen Geld ansparen, wenn möglich. Um dann mal eine kleine Bananenfarm zwischendurch zu holen. Aber alles in allem scheint das schon mal eine relativ gute Verteidigung bisher zu sein, was ich so sehe. Kriegen die doch schon einiges weg. Jetzt ist die Frage natürlich, jetzt kommt Runde 10, wenn sich nachher die Frequenz so erhöht, ob dann entsprechend die Bumerang-Affen auch ihren Job so gut machen, sage ich mal, dass wir nicht groß auf Nägel ausweichen müssen. Das wäre natürlich das Optimum. Aber so sicher bin ich mir da noch nicht. Jetzt wird es schon mal ein bisschen schneller von den Ballons her. Gucken wir mal, inwieweit. Ja, jetzt ist die Frequenz ganz erhöht. Mal gucken, wie die das schaffen. Aber es sieht sehr gut aus. Also ich muss sagen, wunderbar. Das hat gut geklappt. Dann dürften eigentlich die nächsten Runden auch nicht unbedingt das Problem werden. Und wir sollten relativ zügig Geld für eine Bananenfarm zusammenbekommen können. Bisher ganz gut. Gerade wäre fast eine abgehauen, aber ich sag mal ein, zwei, die abhauen, sind nicht ganz so tragisch. Denn wir haben bis jetzt eigentlich noch keine Nägel verbraucht. Jetzt werden wir mal welche brauchen, aber wie gesagt, das finde ich nicht ganz so tragisch, denn wir haben hier durchaus schon ein paar sehr fitte Jungs stehen, die wir jetzt die ganzen Runden über immer wieder mitbenutzen können. Auch wenn wir jetzt hier einmal ein paar Nägelchen brauchen. Ich baue schon mal die Bananenfarm, dann haben wir die nächste Runde schon mal so. Dann können wir jetzt im Prinzip schon weiter gucken, dass wir vielleicht die anderen Affen noch ein bisschen, die Dart Monkeys ein bisschen aufrüsten, beziehungsweise könnte man schauen, dass wir jetzt als Unterstützung für die Äffchen hier hinten einen Spike Factory hinbauen. Das wäre, denke ich mal, auch eine sinnvolle Idee. Denn es kommen jetzt vereinzelt mal ein paar Ballons durch und das ist eben der Punkt, wenn da nur einzelne kommen, dann ist so eine Spike Factory natürlich super. Wenn jetzt viele auf einmal kommen würden, dann müssten wir generell was umstellen. Aber bei den paar, die jetzt kommen, ist so eine Spike Factory, glaube ich, sinnvoller. Aber da müssen wir jetzt nochmal eben nachhelfen. So schnell war die jetzt noch nicht. Das sollte jetzt in Zukunft dann auch ein bisschen besser laufen. Schauen wir mal. Das sieht noch ganz gut aus. Da unterstützen wir mal kurz. So. Dann müssen wir aber jetzt auf jeden Fall, weil jetzt kommen doch hier und da mal mehr durch und leider ist die Spike Factory immer noch zu langsam. So dass wir dann doch mal noch ein wenig upgraden müssen, damit unsere Tower entsprechend gut funktionieren. Ich werde jetzt hier erstmal die aufrüsten, da die einfach von der Masse her mehr schaffen. Es ist schade, dass die Spike Factory so unterschiedlich verteilt und nicht gleichmäßig mal oben, mal unten. Aber da kann man jetzt so direkt nichts dran verändern. Von daher müssen wir das jetzt mal als gegeben ansehen.
So, den erhöhe ich jetzt schon mal. Baue den direkt ein bisschen aus, denn wir wissen ja, gleich kommt noch das mit den Getarnten. Es ist leider hier unten schon wieder, dass da die Nägel fehlen. Sehr schade, aber gut. Scheinbar geht das nicht so glanzglatt mit der Spike Factory. Ah, das hätte vielleicht doch noch funktioniert, aber es ist sehr, sehr unterschiedlich. Sehr schade. Ich hätte mir da mehr erhofft von so einer Spike Factory, aber nun gut, das kann sich natürlich gleich noch ändern, wenn da noch eine zukommt, wenn jetzt nicht mehr ganz so viel von vorne Nachschub kommt. Mann, das ist aber jetzt hier auch ein Level, du. So. Das war das mit dem Unsichtbaren da, also mit dem Getarnten. Ach, da liegen ja welche. So, das Ganze machen wir hier oben auch nochmal. Und dann fällt mir gerade ein, habe ich was vergessen. Das könnte uns teuer zu stehen kommen in der nächsten Runde, weil ich glaube, so viel Geld kriegen wir jetzt nicht mehr zusammen. Da muss ich jetzt improvisieren. Eins. Zwei. So. Ach so, nee, es kommt noch eine Runde vorher, okay. So. Sorgen wir da mal für ein bisschen mehr Power. Also so richtig taktisch weiß ich jetzt noch nicht, wie es weitergehen wird. Ich werde jetzt hier auch ein bisschen experimentieren, sage ich mal, mit euch zusammen. Mal sehen, wo das Ganze dann hingehen wird. Ich versuche jetzt gerade mal nochmal eine zweite Bananenfarm eben aufs Parkett zu rufen, sage ich mal. Aber die wollen mir hier gerade schon wieder einen Strich durch die Rechnung machen. So. Okay. Da liegen jetzt ein paar Nägel da auch. Okay. Wir kriegen auch langsam mal ein bisschen Geld zusammen. Das ist auch schön. Dadurch können wir direkt mal ein paar Upgrades hier und da holen. Was uns auch wieder voranbringt. Ja, das ist doch schon mal was. Ah, okay. Ja gut, wir haben ja jetzt noch da hinten die Spikes sitzen. Das sollte also auch funktionieren. So, dass wir diese Runde auch mal ein bisschen Geld zusammenkriegen. Das ist schon mal schön, das hat geklappt. Mich verwirren manchmal die Dragstars am Anfang ein bisschen, wenn das Level startet, weil ich dann immer denke, da zieht gerade ein riesig schneller Ballon einfach nur voran. So, jetzt hätte ich gerne hier noch ein bisschen Geld. Wunderbar, dann sollte das nämlich jetzt generell da schon mal besser werden, wenn der nämlich da so ein bisschen mit reinhaut. Sollte das Ganze besser werden. Dann wird zwar hier und da immer noch was durchkommen, aber nicht mehr ganz so viel. Und das ist doch schon mal schön. Dann können wir nämlich hier den auch noch aufrüsten. Und gleich den anderen dazu aufrüsten. Dann sollten da schon nicht allzu viele Ballons mehr durchkommen können. Und wenn, dann sollten die hier hinten wirklich von gestoppt werden. So, wie ihr seht, ich gehe jetzt nicht nur rein darauf, die Bananenfarm schnell auszubauen oder so, sondern gucke auch wirklich, dass jetzt hier mal ein bisschen mehr Kampfkraft dabei ist. Weil ich glaube, das fehlte mir so in den letzten Medium- und Hardcore-Drehs, sage ich mal, ein bisschen. Das schaffen die wunderbar.
So, als nächstes strebe ich jetzt an eine Village. Zum einen, weil die generell die Tower, die wir dann bauen, billiger macht. Und zum anderen würde ich ganz gerne gleich den da so weit haben, dass der eben auch die Unsichtbaren miterkennt, denn da werden gleich noch welche kommen. Und das wäre dann ganz hilfreich, wenn der die Unsichtbaren, also diese Getarnten, auch mit sehen könnte. Aus dem einfachen Grund, weil wir sonst wahrscheinlich viele, viele Nägel verbrauchen würden. Und das möchte ich natürlich auf Dauer nicht. Deswegen erstmal den so weit kriegen, dass der jetzt auch die Getarnten sehen kann. Und jetzt, wenn wir dann hier weitere Sachen hinsetzen, sollte das schon mal ganz gut klappen. Der kann sich leider nicht um alle kümmern und die sind relativ stark hier, was da rauskam. So dass ich mal ein paar Nägel extra setzen werde. Das wird sich in Zukunft aber auch legen, wenn wir jetzt nämlich hier anfangen, mal ein paar Türmchen mit ins Spiel zu bringen, damit wir dann auch gegen die Zeppeline gewappnet sind. Denn die werden ja auch mit auf die Braunen dann raufschießen und wenn vorher genug Kleber dran sitzt, sollte das auch ganz gut funktionieren können. Wir können auch gleich nochmal die Glugana ein bisschen ausbauen. Die sind ja auch noch nicht so, dass die optimal fertig sind, sage ich mal, sondern die kann man ja auch noch wesentlich besser mit einsetzen. Von daher sollte man das schon im Auge behalten. So, wir haben jetzt mehrere Sachen, die hier auf diese Getarnten schießen und das war auch schon ganz gut so, denn so brauchten wir weniger Nägel am Schluss. Wobei ich, so wie ich das gerade sehe, gleich hier die auch nochmal ausbauen werde. Aber ich möchte mich jetzt momentan erstmal darauf konzentrieren, dass gleich, wie gesagt, der erste Zeppelin noch mit ins Spiel kommt. Schade, dazwischen kann ich gerade nicht bauen. Vielleicht sitzt der eine einfach zu hoch. Wieder drüber komme ich. So, da, zack. Wie gesagt, ich möchte jetzt erstmal gucken, dass der Zeppelin dann entsprechend. Wow, wow, wow. Das meine ich, die Braunen, die sind manchmal ein bisschen hinterlistig. Aber mit ein paar Nägeln hier und da klappt das auch ganz gut. Sollten vielleicht gleich auch noch gucken, dass wir irgendwann die Farmen ein bisschen ausbauen. Welche Runde haben wir denn jetzt? 44. Ja, dann baue ich hier erst nochmal aus. Und setze die jetzt erstmal hier auf Mission Zeppelin-Zerstörung, denn das sollte relativ schnell passieren. Meiner Meinung nach. Damit wir dann entsprechend uns um die braunen Ballons schnell kümmern können. Und die braunen zerstört sind, sage ich mal, der Rest sollte relativ gut klappen. Vielleicht brauchen wir hier und da gleich noch mal ein paar Nägel, aber ich denke mal, wir müssten dieses Level relativ gut hinbekommen können. Schauen wir mal, da kommt schon das Schiffchen. Das muss natürlich am Anfang erstmal hin und her. Das ist gut wegen der Reichweite dann. Hier setzen wir jetzt mal ein paar Nägel zum Unterstützen der Spike Factories, aber ansonsten war es ganz gut. Jetzt kommen ganz viele von den Braunen. Das ist natürlich nicht so schön, weil so schnell sind unsere Factories da noch nicht. Da werden wir also hier und da jetzt mal ein bisschen nachhelfen, was uns teuer zu stehen bekommt irgendwie. Aber ich möchte jetzt ganz gerne auch erstmal die Factories ausbauen und nicht direkt hier die hochtunen. So. Aus dem einfachen Grund, damit wir jetzt dauerhaft ein bisschen Geld kriegen, denn wir brauchen auf Dauer noch viel mehr Türme jetzt. Und so, beide sind jetzt aufgerüstet, wunderbar. Denn die wiederum, deswegen setze ich hier den einen, den ich anfangs mal weggenommen habe, jetzt auch wieder hin. Die sind wiederum ganz gut wegen den braunen Ballons, die schon mal kommen. Denn diese Dreierschüsse setzen den braunen Ballons doch ganz schön zu. Und jetzt fangen wir mal an, hier hinten ein bisschen zu unterstützen. Denn es werden gleich noch viele, viele Ballons auf uns zukommen, die wir dann entsprechend alle aufhalten werden müssen. Apropos aufhalten müssen, da können wir doch hier. Wow, da kommt schon ein ganzer Schwarm und wir haben fast nur unten Nägel sitzen. Das ist natürlich nicht so schön, zumal die unten nicht reichen. Mann, 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 Mann. Also das muss noch definitiv besser werden. Das war noch nicht so schön. So. Aber alles in allem haben wir es bisher noch recht gut gemeistert, finde ich. Und jetzt geht's halt rum. Ach, jetzt nächste Runde kommt schon wieder ein Schiff. Mal gucken, wie gut wir das jetzt in den Griff kriegen.
beziehungsweise zwei Schiffe, eins am Anfang, eins am Ende der Runde. Das sieht schon mal ganz gut aus, da bleibt nicht mehr so viel über und hier hinten sitzen noch ein paar Nägel, das war schon mal in Ordnung. Jetzt kommen noch mal ein paar braune. Und da kommt das nächste Schiff schon. Ich setze jetzt hier mal ein paar Nägel und ich muss jetzt mal ganz kurz unterbrechen. Ich bin gleich direkt wieder da, ich kriege gerade einen Anruf. So, da bin ich auch schon wieder. Jetzt muss ich nur gerade mal gucken, war doch ein wenig Zeit zwischendurch, die jetzt weg ist. Jetzt weiß ich gar nicht, wo war ich dran. Jo, keine Ahnung, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich setze jetzt einfach mal einen Superaffen hier zwischen. Denn ich habe absolut gerade keinen Plan, was so jetzt passiert war. Wir haben Runde 51. Ach so, die beiden blauen Zeppeline waren die Runde davor. Na gut, dann werden wir jetzt mal den Superaffen noch ein bisschen ausbauen und dann sollte das eigentlich schon ganz gut klappen, soweit alles. Ah, bevor ich den jetzt noch weiter ausbaue, fällt mir aber noch eine andere Idee ein, die wir eben machen können. Und zwar hier den eine Stufe höher bringen, denn dann friert er die Ballons kurzfristig mal ein. Und das wiederum kann man sehr gut nutzen, um die Ballons dann klein zu bekommen. Und die Türme greifen das Schiff soweit an. Jetzt liegt aber hier hinten nicht mehr genug. Ich setze mal ein paar Nägel extra. Oh, mein Rechner, der mag gerade nicht. Na, das heißt, wir müssen so gucken, dass wir nicht mehr wirklich viele Nägel brauchen, sondern immer so schön bauen, dass alles hin auch so klappt. Deswegen werden wir jetzt hier direkt nochmal die Türme ein bisschen ausbauen. Die Getarnten sollten jetzt auch vom Superaffen gesehen werden durch die Village, von daher gibt es auch schon mal kein Problem mehr in der Regel. Dann können wir gleich die Glugana auf jeden Fall noch mal ein bisschen ausbauen, denn es werden mit Sicherheit gleich noch Runden kommen, wo viele, viele Ballons auf einmal da sind. Spätestens Runde 63 wird sehr viel an Ballons auf uns zukommen. Die blauen Zeppeline sind jetzt auch nicht mehr das Problem, wunderbar. Dann können wir jetzt eigentlich mal gucken, dass wir hier so ein bisschen upgraden. Und vielleicht gleich auch hier hinten die Factories nochmal ein bisschen upgraden. Man weiß ja nie, ob nicht doch mal was durchkommen wird. Ich hoffe natürlich nicht, dass das jetzt alles relativ zügig klappt. Die können wir auch mal auf Strong stellen hier. Dann können wir den Superaffen jetzt gleich noch ein bisschen ausbauen. Aber ich denke mal, wir werden vielleicht auch erstmal hier hinten die ausbauen. So, dass wir uns nicht zu sehr auf den Superaffen alleine verlassen. Der ist zwar sehr stark, aber wenn wir mehrere stark haben, ist das natürlich auch nicht verkehrt. So, die braunen Ballons sehen wir jetzt schon mal, die sind nicht mehr so ganz die Herausforderung. Die blauen Zeppeline eigentlich auch nicht mehr. Dementsprechend sollten wir in der Regel die nächsten Runden ganz gut überstehen können. Denn unsere Truppe hier, die kann ja mit den getarnten Ballons auch super umgehen. So dass das Ganze, denke ich, ganz gut funktionieren dürfte. Jetzt haben wir zwei blaue Schiffe auf einmal. Das ist natürlich dann schon wieder etwas schwieriger. Da die Türme sich dann entscheiden müssen, wo die wir als erstes angreifen. Jetzt kommen die beide hier rüber. Das ist nicht schlecht, weil durch den Explosionsradius, den die Türme hier hinterlassen, werden beide Schiffe in der Regel angegriffen. Und das merkt man dann auch. Und wir können jetzt gleich den Superaffen mal eine Stufe weiter ausbauen. Ich werde die Bananenfarm, glaube ich, jetzt gar nicht groß weiter noch ausbauen, weil ich glaube, so extrem viel Geld brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Wenn jetzt der Superaffe soweit ausgerüstet ist, dann werden wir den nachher nochmal eine Stufe aufrüsten auf der rechten Seite, dass der diesen Doppelschuss hat. Und damit sollte eigentlich dann der Rest zu schaffen sein, würde ich mal behaupten. Das heißt, wir brauchen da noch ein bisschen Geld extra, aber ich denke mal, das sollte funktionieren. Wenn wir jetzt gleich das rote Schiff schaffen, dann ist eigentlich alles gut. Das rote Schiff kommt jetzt auch und ich hoffe, das wird jetzt sehr, sehr gut von allem attackiert. Was jetzt auffällig war, dass die erst relativ spät, also es ist wohl scheinbar noch ein bisschen was gefixt worden, was die Position der ganzen Sachen angeht. Hier hinten liegen jetzt noch ein paar Nägel, das ist gar nicht schlecht, aber der Superaffe hat es alleine auch schon bewältigt.
Das ist sehr schön. Jetzt können wir den, wie gesagt, noch upgraden und jetzt sollte eigentlich nichts mehr Großproblematisches passieren können. Wo wir dem jetzt nochmal Unterstützung geben werden, ist einfach, dass ich hier nochmal von diesen Türmen welche baue, die einfach nur die Ballons gleich in Runde 63 etwas, was soll ich sagen, einfrieren, behindern, wie man es auch immer nennen mag, also denen halt ein bisschen zusetzen wird. Einen müssten wir Minimum schaffen, ob wir einen zweiten Turm davon hinkriegen, bezweifle ich, wobei einer wird schon knapp, weil der kostet jetzt nochmal 2,8 auf Medium, glaube ich, ne, ja, 2,9 knapp. Aber so ist der auch schon mal wieder ein bisschen effektiver und wird uns ein bisschen helfen, denn wie gesagt, es wird darum gehen, möglichst viele Ballons gleichzeitig von diesen braunen. Das werden ja bestimmt mal so 20, 25 Stück auf einem Knubbel sein, dass wir die ein wenig in den Griff bekommen. Normalerweise mache ich das immer bei den Ice Tower. Die sind aber eigentlich auch relativ gut dagegen. Dann haben wir ja auch hier die Klebeschießer noch. Von daher hoffe ich, dass das jetzt einigermaßen glatt über die Bühne geht, was mir gerade noch einfällt, weil ich gerade sagte, Klebeschießer. Ich glaube, wir machen das anders. Wir verkaufen die dreimal und sagen hier den Klebeschießern, die sollen direkt mehrere gleichzeitig mal beschießen und dann hoffe ich, das kommt hin. Dass hier jetzt direkt mal ein bisschen mehr gleichzeitig eingefroren werden und verlangsamt werden, damit der Superaffe einigermaßen eine Chance dagegen hat. Das scheint soweit auch zu funktionieren. Da bin ich doch ganz froh drüber. Dann könnte das System soweit aufgehen. Wunderbar. Das scheint ganz gut zu funktionieren. So, jetzt ist glaube ich noch mal die. Ja, wunderbar. Ja, jetzt kommen eigentlich nur noch. Ne, jetzt kommt eine Runde mit ganz vielen blauen Schiffen, glaube ich. Das heißt, wir werden hier den mal aufrüsten. Denn da werden jetzt gleich Ballons und Schiffe und Ballons und Schiffe und das wird unserem Superaffen ganz schön zu schaffen geben. Die Türme schießen immer auf das stärkste Schiff. Das klappt dann wunderbar. Ja. Super. So, jetzt die letzte Runde. Da kommen erstmal ganz viele Ballons und am Ende kommen dann noch mal ein paar Schiffe. Das sollte uns jetzt aber, denke ich, nicht weiter belasten und stören, denn unser Trupp hat bisher gezeigt, dass die ganz gut zusammenspielen. Dann werden die diese Runde jetzt auch noch schaffen und damit haben wir dann Medium geschafft, ohne ein Leben zu verlieren soweit. Also ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt wirklich nicht mehr kaputt gehen. Und ja, ich denke mal, die Spielvariante an sich ist ganz gut. Wer Tipps zur Verbesserung hat oder ein paar Wünsche, was man mal machen oder probieren könnte, das könnt ihr mir natürlich gerne in den Kommentare reinschreiben. Ich werde mal sehen, was ich dann umsetzen kann. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich auch sehr viel Spaß mit der Strecke. Sie ist mit Sicherheit eine neue Herausforderung, dadurch, dass sie relativ kurz ist und zweigleisig fährt. Aber sie macht auch ganz gut Fun, wobei mir andere Strecken noch mehr Spaß bringen. Das war's von mir aber an dieser Stelle erstmal. Bis demnächst. Wir sehen und hören uns. Tschüss.